Interkommunale Betriebsbaugebiete, kurz INKOBAs, bringen vielfältige Vorteile für die beteiligten Gemeinden und vor allem Unternehmen und Arbeitsplätze direkt in die Region. Wir von Wirtschafts-TV waren bei der ersten Ansiedlung in der INKOBA Oberes Innviertel. Wirtschaftslandesrat Dr. Michael Strugel brachte es auf den Punkt. Die interkommunale Betriebsansiedlung, kurz INKOBA, ist eine gute und richtige Idee. Anlass war die Ansiedlung der Firma Verschleiß Stahl und Guss KG in der INKOBA Oberes Innviertel. Uns hat eigentlich bewogen, hier anzusiedeln, erstens einmal nicht nur zu sagen, die schöne Gegend, sondern natürlich auch die Vorteile, die man hat in so einer Infrastruktur wie hier im Lande, auch gute Anbindungen zu haben und natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor. Ja. Wir wollen in weiterer Folge in der Gegend ja auch unsere Arbeitnehmer finden und sehen eigentlich hierfür gute Möglichkeiten. Auch der Obmann der INKOBA zeigte sich anlässlich der Spatenstichfeier des ersten Unternehmens hoch erfreut. Das Besondere ist, dass die 7 Gemeinden ländliche Gemeinden sind und jetzt einen gemeinsamen Wirtschaftsraum bilden, dass gegenüber den größeren Wirtschaftsräumen konkurrenzfähig sind und auch die Arbeitsplätze in die Region ziehen. Der Grundpreis ist günstig und wir sind hauptsächlich für kleinere und mittlere Unternehmen, keine großen Betriebe, die hätten den Platz, aber wir wollen einfach die regionale Wirtschaft stärken. Derzeit sind in der INKOBA noch genügend Flächen für Unternehmen verfügbar. Rat und Hilfe bieten die Experten der TMG, der Wirtschaftsagentur des Landes Oberösterreich. Der INKOBA-Gedanke ist ein flächendeckender Prozess, der in Oberösterreich alle Erfordernisse der Wirtschaft erfüllt. Gerade hier im oberen Innviertel haben wir ein Musterbeispiel dafür, dass nicht nur große Unternehmen, die wir brauchen in Oberösterreich, sondern auch die kleinen Unternehmen ihre bevorzugten Gewerbegebiete finden, die für den Mix der Wirtschaft notwendig sind.